Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Mein Name ist Christopher Funk. Herzlich willkommen heute zu einer Folge, ich überschreibe es mal mit Sales Drive oder ja, was kann der Vertrieb zum Wachstum eines Unternehmens beisteuern? Ich würde mal sagen, eine ganze Menge. Und dazu habe ich einen ja, sehr ausgewiesenen Experten, an dem ich jetzt, glaube ich, schon über einem halben Jahr geschraubt habe. Er hat mich erfolgreich ignoriert, aber nicht für immer. Und nicht bewusst. Nicht bewusst, natürlich. Er ist ein Professor für Vertrieb. Ja, wie cool ist das denn? Also er ist seit vielen Jahren Dozent in St. Gallen zum Thema, da nennt man das ja B2B-Marketing, aber es ist eigentlich Vertrieb. Ja, er ist Professor, er hat über 100 Unternehmen zum Thema Vertrieb beraten. Er hat mehr als 1000 Key-Account-Manager ausgebildet in Seminaren. Und ich glaube, da kann man sich schon mal eine halbe Stunde uns austauschen. Deswegen bin ich super happy, dass Professor Dirk Zupancic hier ist bei uns. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Und wie gesagt, es war nicht bewusst, sondern es hat einfach aufgrund von vielen Projekten nicht früher geklappt. Aber ich freue mich sehr. Alles gut, super. Ja, ich freue mich auch. Und tatsächlich jetzt hier bei uns im Xenagos, im Podcast-Studio, im Vertriebsfunkstudio. Das heißt, wenn ihr das als Video sehen wollt, das Interview, einfach mal bei YouTube gucken, was ist drin. Wir fangen ja mal mit so einem Elevator-Pitch an. Ich habe dich jetzt schon ein bisschen angekündigt, aber wenn du jetzt ein spannendes Unternehmen, einen spannenden Kunden im Aufzug triffst und du hast so 30 Sekunden Zeit, um den auf dich aufmerksam zu machen oder den zu interessieren, was würdest du denn sagen? Also ich bin Partner für Sales Drive, für Unternehmen und für die Menschen, die im Vertrieb dabei sind und arbeiten und die dem Vertrieb zuarbeiten. Ich helfe den Unternehmen, erfolgreich zu sein, den Menschen dort erfolgreich zu sein, und ich tue das, und das ist mein USP, durch eine lange wissenschaftliche Verwurzelung. Also die Dinge, die ich mache, sind wissenschaftlich erwiesen und mit vielen Praxisprojekten abgeglichen, und daraus ergibt sich eigentlich ein schönes Portfolio. Ja, und ich finde es halt immer sehr, sehr cool, wenn man halt, also Praktika sind wichtig, ja, super wichtig. Aber ich glaube, die Mischung macht es halt, ne? Dass du halt das auch theoretisch unterfütterst. Ich mache immer so Folgen, da heißt ein Dr. Sales, wo man wirklich mal sagt, okay, es ist halt wissenschaftlich erwiesen, dass wenn du es so machst, es einfach mehr rauskommt, als wenn du es so machst. Genau, das hilft in der Überzeugung der Kunden und meiner Teilnehmer. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also ein Freund von mir, lange Zeit bei McKinsey gewesen, jetzt Präsident von einer Schweizer privaten Firma, der sagt, Führungskräfte müssen lesen. Und ich glaube, das ist auch für hochentwickelte Vertriebler der Fall. Und ich glaube, dass man nicht immer das Rad neu erfinden muss und dass da viel Potenzial steckt. Und in unserer operativen Hektik geht das fast ein bisschen verloren. Deshalb glaube ich, wenn es uns gelingt, auch so ein bisschen den Fundus an Wissen rüberzubringen und gleichzeitig den Menschen zu helfen, das in der Praxis anzuwenden, ist das eine super Kombination. Ja, und es gibt ja auch den Spruch, du musst nicht alle Fehler selber machen. Du kannst auch anderen Leuten eine Chance geben. Genau. Und das macht Forschung, wenn sie praxisorientiert ist, ja wirklich gut, dass man versucht, systematisch herauszufinden, was sind die Erfolgsfaktoren. Und natürlich hat jeder Trainer auch wahrscheinlich aus gutem Recht seine eigenen Erfahrungen und sagt, das sind meine 5 Faktoren, die Menschen erfolgreich machen, und das sind die 5, die Unternehmen im Vertrieb machen sollten. Aber ich glaube schon, dass das sinnvoll ist, bei solchen wichtigen Themen auch auf eine Wissenschaft zu fundieren, und das macht eine Uni wie St. Gallen beispielsweise exzellent. Ja, und da gibt es ja auch so Executive-Ausbildungen, wo dann wirklich Unternehmen ihre Senior-Manager hinschicken, um denen nochmal ein bisschen Update zu geben, sie auf gewissen Themen fit zu machen. Ist ja auch weltweit eigentlich anerkannt, ist schon relativ hoch. Das heißt, da kommen dann wirklich auch schon erfahrene Vertriebsleiter, Key Account Manager, denen ihr dann quasi nochmal sagt, okay, was kann ich noch besser machen, was ist State of the Art? Genau. Also was ich dort etabliert habe vor vielen Jahren, und die Programme laufen auch nach wie vor, ist ein Seminar für B2B-Marketing und Sales, das ist eine Woche. Dann ein Seminar, 9 Tage Key Account Management, geht über 3 Monate. Das läuft schon in der 25. Durchführung, das heißt über 12 Jahre läuft es schon. Und dann ein Vertriebsdiplom eben für angehende oder existierende Führungskräfte, die substanziell das ganze Know-how zum Vertrieb und in der Vertriebsführung lernen wollen. Und daneben viele andere Dinge. Man muss vielleicht sagen, was ich echt spannend finde, die Uni St. Gallen hat ein Geschäftsmodell, das basiert zu einem ganz wesentlichen Teil auch auf dieser Art von kommerziellen Programmen. Ja. Und dadurch wird die Forschung natürlich per se schon mal praxisorientierter, weil du
mit dem Zeug, was du da entwickelst, in der Praxis auch wieder reüssieren muss und muss damit auch Geschäfte machen können. Ne? Ja, so wie die LSE auch, ne? Also bei der School of Economics, sehr renommierte Universität, aber die auch ganz viel so Executive-Ausbildung machen, genau, die auch an der Wirtschaft dran sind. Und das ist auch wunderbar zu sehen, was von den Dingen, die du jetzt beispielsweise konzeptioneller Forschung entwickelt hast, funktioniert in der Interaktion mit Praktikern, mit Teilnehmern. Das ist auch für mich ein Abgleich. Und der finale Check ist natürlich, gelingt es dir auch, sowas zu implementieren? Und das mache ich ja auch schon, seitdem ich an der Uni St. Gallen vor vielen Jahren das begonnen habe, dass ich immer Unternehmen auch begleite, die Sachen einzuführen. Ob das Einführung Key oder Global Account Management ist, Value Selling Programme, jetzt neu, relativ lange schon Lean Selling, also auch so schlanke Formate im B2B-Vertrieb, aber auch so ganz einfache Dinge wie, was macht einen guten Außendienst da aus und so weiter. Okay, erste Frage, diese Key Account Management Seminare, was für Leute gehen da hin? Also was wäre so, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Verkäufer, den will ich weiterbilden, wann macht es Sinn, jemanden auf so ein Seminar zu schicken? Was sind so die typischen Teilnehmer? Also wir sind mal bei B2B-Vertrieb wahrscheinlich. Ja, genau. Also ich würde vielleicht einen Schritt vorher anfangen und würde mal kurz darüber diskutieren wollen, was ist denn eigentlich Key Account Management? es gibt natürlich Titel auf Visitenkarten und dann Stellenanzeigen. Bei Stellenanzeigen ist immer eine schöne Geschichte von mir, dann sage ich, guckt euch mal an, was dort gefordert wird. Eigentlich suchen die Unternehmen als Key Accounter immer so kleine Superfrauen und Supermänner. Die gibt es so in der Form gar nicht. Und gerade wenn es dann so Richtung Global Account geht, dann hast du häufig Profile, das könnte auch ein CEO sein, der da gesucht wird. Ne? Ist auch teilweise ein bisschen unrealistisch. Aber für mich ist Key Account Management das Management der strategisch wichtigsten Kunden eines Unternehmens, sind nicht zwingend nur die größten, also umsatzbezogen, sondern vielleicht auch Multiplikatoren, Meinungsbildner, Referenzkunden oder Innovatoren. Mhm. Könnte man eine ganze Reihe von Kriterien nennen, wie man die selektiert. Und um die langfristig zu managen, das heißt, die aufzubauen, die zu entwickeln, mit denen zu wachsen, gemeinsame Kooperationen anzustreben, brauche ich eine besondere Art von Mensch. Ich brauche Menschen, die in der Lage sind, sowohl einen Deal zu closen, also Abschlussmentalität ist gefragt, aber die müssen tatsächlich auch beraten können und meiner Meinung nach eben nicht nur das Produktportfolio, sondern sie müssen in der Lage sein, das Portfolio der eigenen Produkte und Dienstleistungen auf das Geschäftsmodell der Kunden anzuwenden. Und etwas plakativ sage ich immer so ein bisschen, immer wenn es um Beratung im Vertrieb geht, dann kommen wir häufig auch in die Gefahr, dass man sagt, wir beraten nur noch, aber vergessen zu verkaufen. Und für mich ist ein guter Key-Accounter, eine gute Key-Accounterin eigentlich so Berater mit Abschlussmentalität. Es muss schon am Ende des Tages das Ziel sein, dass man auch Deals macht. Schön, dass du das sagst. Wir haben ja immer dieses Thema, ja, nee, ich bin kein Verkäufer, ich bin Berater. Genau. Das ist schön, aber wenn du keinen Abschluss machst, genau, hast du halt ein Problem. Genau. Also beraten, ja, aber halt abschlussorientiert. Genau. Ne? So. Und jetzt zurückzukommen auf deine Frage, was für Leute sollen dann da rein? Warte mal. Also Key Account Management, das heißt wenige Kunden, wenige wichtige Kunden, auch weniger eigentlich Akquise-Tätigkeiten, also wirklich Neukundenakquise, ist ja eigentlich beim Key Account Manager nicht im Vordergrund. Ne? Nicht im Vordergrund. Darum, es gibt ja schon Ausnahmekonzepte, wo ich sage, du kannst auch mal einen besonders attraktiven Kunden in einer Branche versuchen, als Key Account zu akquirieren. Allerdings muss man dann relativ schnell sehen, dass der Prozess natürlich ein anderer ist. Wenn du einen Greenfield-Approach hast, hast noch keine Beziehung, kennst nicht die Entscheider, dann fängst du viel weiter vorne im Prozess an. Und deshalb braucht es eigentlich eine Zeit lang, bis man überhaupt richtig vom Key-Account-Management sprechen kann, eine gute Analyse machen kann, den Kunden versteht und so weiter. Also in der Regel sprechen wir, und das empfehle ich auch, von den Kunden, die du hast und die für dich heute eine strategisch besonders wichtige Bedeutung haben. Und jetzt habe ich gerade auf LinkedIn noch eine Debatte mit einem Kollegen gehabt. Es können teilweise auch Nicht-Kunden sein, die für dein Geschäft eine Bedeutung haben. Also beispielsweise, wenn man Bauzulieferindustrie anguckt und da hast du Leute, die hinter Gebäude benutzen, da macht es manchmal Sinn, mit denen schon früh zu sprechen, obwohl die nicht direkt kaufen, sondern das machen Architekten, Planer, Konstrukteure, Generalunternehmer. Das sind eigentlich die, die irgendwie ordern. Aber es macht natürlich, wenn du einen guten Approach hast, schon Sinn, eigentlich mal deine Endkunden zu adressieren. Aber es sind also wenige Kunden, eher groß, also wo du halt, ich habe mit dem Key-Account-Manager von der SAP gesprochen, der die Telekom betreut, der sagt, ich mache das irgendwie seit 6 Jahren, ich kenne
kenne noch nicht mal einen Bruchteil der Ansprechpartner, ja, genau, an die ich was verkaufen könnte. Ja. Und wenn ich hier irgendwann in Rente gehe, werde ich immer noch nicht alle gekannt haben. Genau. Das wäre für mich so der klassische Key-Account-Manager, genau, in so einen Kunden reinbohrt, ja, guckt, dass der nicht weggeht zum Wettbewerb, ja, und halt den ausbaut und so weiter und so, genau, weiter. Ne? Also ich sage so, wenn wir so unser Gala-Kam-Konzept entwickelt vor vielen Jahren, wenn wir das jetzt mal vernünftig anwenden und sagen, da ist alles so drin, was ein State-of-the-Art im Kam ausmacht, dann wäre das für mich so, dass du nicht viel mehr als 10 solcher Kunden bearbeiten kannst. Und wenn wir im Global Account Management sind, also eine globale Perspektive auf einen großen Kunden, dann hat man meistens 1 oder maximal 2 von diesen Kunden. Ja. Ja. Und wie gesagt, Neukundenakquise ist eigentlich nicht im Vordergrund, genau, sondern eher das Bearbeiten von Kunden, meistens auch die Kommunikation noch hin, ne? Also ja, dann auch, und gucken, dass der Kunde halt happy ist, dass er ausgebaut, genau, wird und so. Genau. Also halt auch viel mit, ja, auch Kommunikationsfluss zwischen Kunden und Unternehmen zu tun und so. Genau, manchmal sagen die Leute, so ist so ein Anwalt des Kunden, ja, im eigenen Unternehmen. Ja. Dann gibt es auch suffisante Bemerkungen, so dass du die meisten Probleme als Key-Accounter durch die eigenen Barrieren hast. Gibt so ein schönes Zitat von einem unserer Praxispartner, der sagt, you recognize the key account managers very fast, that are the people with the arrows in the back. Also die Pfeile im Rücken haben von der eigenen Organisation abgeschossen. Das sind so die Key Account Aufgaben. Da muss man auch sehen, eine interessante Facette ist, früher hat man ja gesagt, CAM ist so one voice, one face to the customer. Heute sagt man one voice, one message. Und das hängt damit zusammen, dass das eigentlich kein Einzelkämpfer-Job mehr ist. Also auch die alten IT-Cams, das waren so Leute, die haben eigentlich klassisch akquiriert, haben den Auftrag über die Mauer geworfen und dann mussten sich Leute drum kümmern. Da kenne ich dieses Bild besonders gut her, der Lone Wolf. Heutzutage ist das ein Team-Approach und damit brauchst du, obwohl du in der Regel nicht direkter Vorgesetzter bist, brauchst du auch als Key-Account-Manager so Führungsfähigkeiten, ne? Beziehungen, ja, im Unternehmen. Situative Führung, ne? Genau, oder Führung aus der zweiten Reihe, ja, sagt man manchmal. Also so Leute orchestrieren, sagen wir, denen du nicht direkt vorgesetzt bist, ähnliche Aufgaben, wie das auch ein Projektmanager hat, also so eben motivieren, Ziele machen, die Leute auf Spur halten, Lösungen für Kunden suchen und dabei nicht eben sich rekursieren können auf eine eigene Hierarchie, sondern das eben qua Überzeugungskraft tun. Und ich glaube, was nochmal wichtig ist, bevor wir jetzt nochmal auf die Ausbildung kommen, dass, also wenn ich bin ja Headhunter, ne? Und du hast ja oft dann so, wenn du mit Verkäufern sprichst, dann so, ja, was möchtest du werden? Ja, ich möchte jetzt als nächstes keine Key Account Manager, mhm, werden, ne? Wo ich immer sage, aber immer, du bist halt der Top-Akquisiteur. Ja. Ich sag dir eins, wenn du Key Account Manager wirst, das wird kotzen langweilig für, ja, dich. Ja? Ja. Weil wenn du gerne akquirierst, dann ist es genau diese Lonely Wolf, dann schmeißt du das gerne hinter dich und sagst, okay, nächster, wen, ja, kann ich als nächstes abschließen? Ja. Und wenn dann so, ja, dann musst du hier Meeting, da, ja, und so weiter, das ist denen eigentlich viel zu langweilig. Ja. Ne? Wo ich sage, ey, werd doch lieber Top-Akquisiteur oder Akquisiteur, ja, vielleicht von Großkunden, ja, aber nicht Key Account Manager. Ja, das ist, ne, ein guter Punkt. Ja. Ja, und deswegen wäre jetzt die nächste Frage, okay, wen schicken denn dann die Unternehmen dahin, weil eigentlich müsstest du ja bei vielen sagen, nee, du bist gar kein Key Account Manager, also du wirst doch keiner und deswegen macht es halt keinen Sinn, dass du bei uns ins Seminar kommst. Ja, vielleicht noch so ein Kommentar dazu. Also ich bin ein großer Freund davon, darüber nachzudenken, wie man Karrieren im Vertrieb machen kann. Ja. Weil ich glaube, dass wir dafür sorgen sollten, dass ambitionierte Leute, die Bock auf Vertrieb haben, dass die möglichst lange auch im Unternehmen Freude haben. Und ambitionierte Leute wollen sich ja irgendwie entwickeln. Also deshalb gibt es schon in meinem Idealbild auch so einen Weg, sag ich mal, vom Junior-Verkäufer zum Key- oder Global Account Manager. Mhm. Aber, dann sind wir wieder bei deinem Punkt, ich glaube tatsächlich, dass das nicht jeder so kann, weil wenn du strategische, analytische Fähigkeiten brauchst, wenn du Führungsfähigkeiten brauchst, auf dem Sprung zum Key-Accounter, dann ist nicht jeder gute Verkäufer, jede gute Verkäuferin geeignet, diesen Sprung zu machen. Und deshalb würde ich das nicht als Automatismus sehen und würde dir voll zustimmen, dass es Persönlichkeiten gibt, die besser im Vertrieb, im klassischen Vertrieb aufgehoben bleiben und dort auch ihren Job machen sollten, weil der Sprung ins Key Account Management eigentlich eine Überforderung wäre. Ja, oder nicht immer leisten. Oder du teilst es halt nochmal. Ne? Also ich bin ja so großer Freund von Arbeitszeitvertrieb, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe hier so einen Lonely Wolf, der ist halt super im Hunting. Ja? Du sagst halt, okay, du kannst diesen Key Account gerne akquirieren. Ne? Dann ist er vielleicht noch kein Key Account, aber er hat das Potenzial, weil er halt groß ist. Ne? Und in dem Moment, wo du ihn akquiriert hast, kriegst du einen Key Account Manager, der den gerne übernimmt und dann Stück für Stück ausbaut. Das ist doch genial. Genau, also wenn du dann über die Mannschaft und wie du das Setup quasi in deinem Verkaufsteam organisierst, dann wäre das jetzt ein super Ansatz. Ja. Ne?
Und ich glaube, dass das, da kommen wir dann auch auf so eine Rolle, die Führungskräfte haben, sowas zu orchestrieren. Jetzt nicht einfach nur ein Heer von klassischen, einfachen Verkäufern oder Außendienstlern zu orchestrieren, sondern unterschiedliche Rollen. Das hat schon Charme und da glaube ich, da werden auch Führungskräfte im Vertrieb in der Zukunft stark gefordert sein, sowas mehr zu können, als jetzt nur quasi die klassische Vertriebsführung. Weil ich sehe das eigentlich immer wieder, dann hast du halt eine Gruppe von Key-Account-Managern im Vertrieb, die eigentlich alle Account-Manager sind, also per Definition wären es eigentlich alles Account-Manager, weil die alle eigentlich keine großen Kunden haben, sondern eher die, ne, also die haben halt die 80% der Kunden irgendwie, weil die 20%, die Key-Accounts, das macht der Vertriebsleiter selber, denen dann immer gesagt wird, ja Leute, ihr müsst mehr Neukundengeschäft machen. Die haben aber weder Zeit noch Lust, das zu machen. Wo ich sagen würde, ey, dann stellt doch einen ein, der das macht und der denen dann die Leads rüberschiebt, dann freuen die sich alle und allen ist geholfen eigentlich. Ne? Also Hunting ist ja sowieso eigentlich die spannendste Aufgabe, wo sich viele unheimlich schwer tun. Ja. Und ich glaube, dass das nicht Thema irgendwas. Lead-Generierung, nee, genau, sehe ich auch so. Ja. Aber Lead-Generierung ist halt irgendwie immer der Bottleneck und einfach ein extrem wichtiges Thema, was man sich nicht durch die Lappen gehen lassen sollte. Ne? Ja. Aber jetzt sind wir noch immer nicht bei dem Punkt gewesen, wer kommt? Ja. Ganz kurz, also für mich sind richtige Menschen, die sich im Key-Account-Management weiterbilden wollen, solche, die den Job schon länger machen und einfach mal so einen Abgleich machen wollen. Mache ich alles richtig? Ist der Kampfplan, wenn ich denn einen habe, ist der gut aufgesetzt? Habe ich die richtigen Tools? Kenne ich die richtigen Hintergründe? Habe ich die richtigen Erfolgskennzahlen? Was kann ich von anderen noch lernen? Das ist so der Klassiker. Gibt es da so Branchen, die da prädestiniert sind, die bei euch zu euch kommen? Eigentlich nicht richtig. Also wir hatten jetzt, wenn man nur das St. Galler-Format nimmt, und ich mache das ja auch in-house und mache das für andere Anbieter auch noch, aber wenn man nur das St. Galler-Format nimmt, dann hatten wir eine klassische Historie im Industriebereich. Das hat sich da ein bisschen aufgeweicht. Mittlerweile haben wir viele Finanzdienstleister, Banken, Versicherungen, teilweise auch Krankenkassen, ist ganz spannend. Und dann, was immer auch klassisch neben Industrie war. Was ist dabei Krankenkassen, Key Account Management? Also dann machen die quasi die Ansätze vom Key Account Management für Kliniken, für Verbünde und versuchen eigentlich so ein Beziehungsmanagement zu machen. Das ist jetzt nicht so richtig der Kunde, aber die Ansätze vom Key Account Management für andere Stakeholder des eigenen Unternehmens. Ne? Okay. Genau. Und solche Dinge. Und was haben wir noch? Wie gesagt, Finanzen, Banken kamen jetzt relativ neu und eben Dienstleister. Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, irgendwie erstmal so einen kleinsten gemeinsamen Nenner aufzubauen, wenn die Leute dann bei dir im Kurs sitzen, weil, nein? Ich sage immer wieder auch zu Anfang, wir machen dann Vorstellungsrunde irgendwann mal nach einer gewissen Zeit, wenn die Leute so ein bisschen eingegroovt sind, und dann sage ich immer, für uns ist ein Mittel zum Zweck, dass man sich gegenseitig befruchtet, gerade weil man aus unterschiedlichen Perspektiven kommt. Und ich glaube, das gilt für alle Management-Ausbildungen. In der Regel überschätzen die Leute die Individualität ihres eigenen Geschäftes und sagen, bei mir ist immer alles anders. Ja, ja. Und wenn du dann diskutierst, dann sind die Punkte, an denen es knackt, sind überall die gleichen. Also nicht durchgängig die gleichen. Natürlich macht das einen Unterschied, wenn ich ein Key-Account-Management mache für ein kleinteiliges, C-Teile-Geschäft oder ich mache bei ABB große Elektronik- und Industrieanlagen. Das sind ganz andere Verkaufszyklen, ganz andere Budgets, die da geschoben werden, ganz andere Wechselkosten des Kunden. Aber die Details, wie analysiert man die Bedürfnisse, das Buying Center, wie macht man eine Strategie, wie geht man auf die Leute zu, wie führt man dieses Team, wie motiviert man die Leute, wie macht man Kooperationen, da lernt man mehr, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinauskommt. Stimmt, aber ich meine, das kenne ich ja auch. Also ich habe die meisten Kunden, wenn ich zu denen gehe, sagen die, ja, Funk, bei uns, das ist ganz speziell, das Verkaufen. Ja, genau. Wenn ich immer sage, okay, ich habe noch keinen Kunden getroffen, der gesagt hat, wissen Sie was, wir machen das total trivial. Das ist so wie bei allen anderen. Genau, ja, das ist so. Deshalb sage ich immer, ich glaube, es ist befruchtender, über den Tellerrand zu gucken und mit der Einstellung auch reinzugehen. Und dann ist für mich natürlich so, wenn du irgendwann mal dabei bist, zu sagen, wie optimiere ich in meinem Laden das Key-Account-Management, dann glaube ich, muss man irgendwann auch mal sagen, dann reicht es nicht mehr, Leute in offene Seminare zu entsenden, sondern da muss man wirklich im Unternehmen arbeiten. Und ob man das dann mit einem externen Coach oder Berater macht oder das selber macht, das ist dann ein anderes Thema. Aber dann muss man die eigenen Lösungen noch ein bisschen ausfeilen. Okay. Was sind so die Kernkompetenzen, die ein Key-Account-Manager heute haben muss?
Also für mich ist so, die klassische Geschichte sind klassische Verkaufskompetenzen. Mhm. Also ich muss in der Lage sein, ein Gespräch gut zu führen, muss meinen Gesprächspartner analysieren können, muss mich einstellen können in gewissen Bandbreiten. Das, was ich von einem guten Verkäufer oder einer Verkäuferin auch erwarten würde. Also gut, muss gut verkaufen können, das wäre schon mal nicht schlecht. Also so, genau. Also glaube ich wirklich, dass man das auch so sagen muss. Darf man ja nicht vergessen, es gibt auch einige Leute, wo da auch große Defizite sind. Ja, ja, natürlich. Ja, ich bin kein Verkäufer. Ja, aber genau. Also Abschlusstechniken helfen auch einem Key-Account-Manager. So, und ich bin einfach auch ein Freund davon, das Kind beim Namen zu nennen und zu sagen, Verkauf ist eine wichtige Funktion im Unternehmen und wir sollten es auch so nennen. Aber gut, da kann man auch noch eine philosophische Debatte drüber führen. Ne? Dann auf dieser Kernkompetenz Verkaufen aufgesetzt kommen gewisse Zusatzqualifikationen. Also zum Beispiel ist für mich ein Key-Account-Management immer eine strategische Orientierung. Das heißt, je nach Geschäftsmodell kann das ein zweijähriger Zyklus sein, in dem man quasi plant und denkt, vielleicht auch je nach Reife der Geschäftsbeziehung. Aber ich empfehle dann Unternehmen, die schon lange mit einem Kunden zusammenarbeiten, durchaus auch mal, dass ich sage, denkt doch mal, was in 5 Jahren sein soll oder wo steht ihr in 7 Jahren. Das kann zumindest mal eine schöne Denksportaufgabe sein. Und dafür brauche ich dann auch vom Key-Accounter langfristige strategische Kompetenz. Also in Strategien zu denken ist eine Kompetenz, die man haben muss. Kann man das lernen? Es gibt halt einfach gewisse Tools. Also wenn du Szenariotechnik nimmst, wenn du quasi ein Geschäftsmodell deines Kunden verstehst, ich nutze jetzt immer häufiger so dieses Canvas-Modell als Idee, wenn du ein Geschäftsmodell deiner Kunden verstanden hast, dann kannst du natürlich auch mal überlegen, wie wird sich das für meinen Kunden in 3-4 Jahren entwickeln und mit dem gemeinsam überlegen, wie können wir diese Zukunft für dich gestalten. Das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke von diesem Challenger Sales, ne? Dass man sagt, wir wollen eigentlich mehr als nur das Portfolio anbieten, sondern wir wollen den Kunden begleiten, herausfordern in seiner Zukunft. Und da steckt viel Potenzial. Ich glaube, dass das... Was Technik, kannst du das nochmal erklären? Dann kann ich gleich nochmal machen. Genau. Challenger Sales, muss ich auch gleich noch was zu sagen. Ja, also viele Schlagworte. vielleicht ganz kurz. Ich glaube, man kann das lernen, aber ich meine das überhaupt nicht despektierlich, aber ich glaube, man braucht schon so ein gewisses intellektuelles Niveau, um das gut zu machen. Ne? Also wenn ein klassischer Verkäufer zum Berater des Kunden werden soll und außerhalb dem eigenen Produktportfolio das Geschäftsmodell seines Kunden verstehen will, dann muss der ja eigentlich schon so eine General Management Fähigkeit haben. Und das hat nicht jeder, muss auch nicht jeder im Verkauf haben. Aber ein guter Key-Accounter sollte das haben. Und wer das nicht hat und aber die Fähigkeiten hat, der kann das lernen. Das sind die BWL-Themen, ne? Und so ein bisschen die Strategiemodelle, die man so kennt. Und dann vielleicht noch kurz, um das Profil komplett zu machen. Ich glaube, dass analytische Fähigkeiten dazugehören. Dazu gehört auch, in einem gesunden Maß sich hinzusetzen und in einem Kampfplan zu reflektieren, vielleicht auch einen Prozess mit seinem Team zu koordinieren. Wie funktioniert mein Kunde? Wer sind die Entscheider? Was treiben und was machen die und diese Themen? Ne? Und dann brauche ich eine Kompetenz, das ist so eine Lösung kreieren, mit dem Kunden einen Weg aufmachen. Das ist ja auch mehr als jetzt eine Offerte schreiben über Produkte A bis Z, sondern ich muss ja irgendwie auch vielleicht ein Leistungssystem aus Produkten und Dienstleistungen kreieren, das vernünftig kommerzialisieren, sprich verpreisen, gut verargumentieren, unterschiedliche Ansprechpersonen im Buying Center adressieren. Da brauchst du eine konzeptionelle Kompetenz, die man auch vernünftig argumentieren kann. Das sind so ein paar Schlagworte. Canvas. Also lass mal verkaufen, strategische Orientierung, analytische Fähigkeiten, Lösungskompetenz. Genau. Mhm. So, und dann kommen natürlich dazu, wenn du im internationalen Kontext als Global Accounter tätig bist. Also das ist multikulturell oder so. Solche Erfahrungen brauchst du und eigentlich solltest du auch in solchen Umfeldern schon mal gearbeitet haben. Das heißt, du brauchst eigentlich internationale Erfahrungen, die sich nicht nur daraus rekrutiert, dass du gerne international essen gehst in verschiedenen Restaurants oder mal so einen Kurs machst, sondern eigentlich brauchst du da Leute, die auch schon mal im Ausland an den verschiedenen Stellen intensiver gearbeitet haben. Was ist mit Politik? Gut. Also meine These ist, meinst du interne Politik? Na ja, gut, du hast ja beim Kunden Politik. Ne? Du hast gesagt, ja, wir hätten das gerne, aber die eine Abteilung, die will das nicht und so weiter. Also die Hilti-Leute, die haben das mal schön beschrieben. Die haben gesagt, eigentlich brauchen wir für die Leute, die mit unseren Global Accounts zusammenarbeiten, Leute, die in Konzernstrukturen denken und arbeiten können. Und ich glaube, das reflektiert das ganz gut, weil ein Konzern funktioniert dann irgendwann zum großen Teil auch nach politischen Dingen. Ne? Mhm. Das ist dann die Frage, wer kann mit wem, wer beeinflusst wen, bei wem musst du positioniert sein, um den nächsten Schritt zu machen. Und ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben. Es ist so ein bisschen so eine Awareness von Großstrukturen, die Unternehmen so haben. Ne?
Und ich glaube, das sieht man am ehesten in typischen Konzernstrukturen. Und das weicht ja auch jetzt im Zuge von neuen Modellen so ein bisschen auf. Aber ich habe zum Beispiel gesagt, um das so ein bisschen plakativ zu machen, häufig siehst du diese extrem schwierigen Konstrukte, auch wie du so ein internes Team führen kannst, in Großkonzernen, deutsche Großkonzerne sind da so Paradebeispiel, wo jeder so denkt, bis zu seiner Schreibtischkante, bis zu seinem Büro, bis zur Abteilung, und das ist immer so mein Reich. Und darüber hinaus erstmal nicht unbedingt auf meinem Radar. Ne? Also politisches Political Awareness oder so Konzern-Awareness spielt auch eine große Rolle. Aber ich glaube, das ist nun etwas, das geht echt nur durch Erfahrung und Reflexion. Ne? Ja, vielleicht, es muss einem natürlich auch ein bisschen liegen. Ne? Also gut, das hast du ja gesagt. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat irgendwie eine 50-50-Beteiligung von zwei Wettbewerbern gemanagt. Ja, also 50-50 heißt, du musstest immer Ausgleich zwischen den Interessen herstellen. Ich sage, ey, das würde mich wahnsinnig machen. Ja. Der hat total Spaß dran gehabt, der ist drin aufgegangen. Ja. Also ich glaube, das zeichnet, das ist ein ganz anderes Thema, aber das zeichnet auch Leute aus, die erfolgreich in solchen Unternehmen Karriere machen, dass sie das können. Und ich habe einige meiner Freunde, die erfolgreich in Konzernen sind, die habe ich immer gefragt, also mal so eine Metafrage, wie viel Zeit verbringt ihr auf interne Politik für eure Karriere? Mhm. Und da kam teilweise an, von haben die gesagt, also manchmal bis zu 50%. Wo du überhaupt keine Wertschöpfung erbringst, sondern wo du nur damit beschäftigt bist, bei den richtigen Leuten, die richtigen Kontakte, dich richtig zu positionieren. Da könnte man auch natürlich über verschwendete Ressourcen an der einen oder anderen Stelle nachdenken. Aber Konzerne funktionieren manchmal so. Das musst du halt als Key Account Manager, wenn du auf so einer Ebene agierst, dann halt auch wissen. Genau, das ist genau das gleiche Phänomen. Spielt auch eine Rolle. Gehen wir nochmal zurück, Canvas. Ja, Canvas ist ein spannendes Ding. Wie schreibt man das mit C? Canvas heißt eigentlich Leinwand, ja. C-A-N-V-A-S, ja. Heißt Leinwand und ist im Prinzip, ich sag mal moderat ausgedrückt, eine Moderationstechnik, mit der du entweder ein Geschäftsmodell oder ein Managementmodell visualisierst. Also Leinwand ist quasi das Trägermedium, du pappst das so an die Wand, eine große Flipchart oder Pinnwand, und arbeitest auf diesem Trägermedium. Man geht dann zurück auf Post-its, Zeichnen, Großschreiben, also eigentlich klassische Moderationstechniken. Mhm. Und der Kollege Osterwalder aus der Schweiz hat das vor einigen Jahren erfunden und hat damit in der Startup-Szene Geschäftsmodelle gemappt. Also wo du relativ schnell für deine Startup-Idee ein Geschäftsmodell aufzeichnen kannst. Kann man übrigens leicht googeln, kommt man sofort auch auf die entsprechenden Strukturen. Und das empfehle ich zum Beispiel Key-Accountern mal zu tun, wenn sie das Geschäftsmodell der Kunden analysieren wollen. Und einige meiner Kunden und Klienten machen das auch. Ne? Und dann gibt es da drin noch einen interessanten Teil, das ist das Value Proposition Canvas. Da zoomen die quasi nochmal rein und analysieren erstens den Kunden, nennen das Kundenprofil, und zweitens die Value Propositions, dein Leistungsangebot, was du kreierst. Und ich habe diesen Teil mittlerweile rausgenommen und packe den in jeden der Kamppläne rein und empfehle den Leuten, dieses Canvas-Modell als Tool zu benutzen und mit ihrem Team, mit ihrem Kamp-Team, den Kunden zu analysieren und darauf die Lösung zu kreieren. Und dann sage ich, dann packt halt hinterher die Ergebnisse eures Workshops, packt die dann wieder in den Kamp-Plan als Orientierung mit rein. Cool. Und das finde ich ein sehr attraktives Ding und hat sich mittlerweile echt in vielen Plänen bewährt. Das ist in meinem Standard-Template, was ich den Leuten immer so an die Hand gebe, die mit mir arbeiten, ist das immer mit drin. Okay. Okay, du hast diese Key Account Manager Seminare Ausbildung, das sind 9 Tage, hast du gesagt? Das ist jetzt dieses St. Galler Format. Ja. 3x3, also 3 plus 3 plus 3 Tage. Und dann macht man im Prinzip so vom Einstand Grundlagen, Key-Account-Plan, Analyse, eine erste Strategie. Dann hat man eine kleine Pause, fängt man mit seinem eigenen Kunden an zu arbeiten, kriegt die nächsten Dinge, wie baut man das Team auf, wie macht man Erfolgskontrolle und dann auch, was braucht man für Rahmenbedingungen im Unternehmen. Und dann entwickelt sich quasi parallel innerhalb von 3 Monaten in diesen 3 Präsenztagen, entwickelt sich ein eigener Kampfplan, eine eigene Strategie und auch gute Erkenntnisse, wie man das Unternehmen richtig aufstellen muss. Okay. Deshalb, also in dem Format sind Leute drin, die The Key Account selber machen, aber auch solche, die beispielsweise für die Etablierung und Optimierung eines KAM-Programmes verantwortlich sind im Unternehmen. Also eher so interne Berater oder der Vertriebsleiter, der Key Account-Leiter selber. Wie viel Berufserfahrung haben die dann schon ungefähr? Also wie lange sind die? Also wir haben teilweise schon Junior-Leute drin, die so in der IT relativ schnell so einen ersten kleinen Key Account bekommen. Nicht meins. Und wir haben aber in der Regel Leute drin, die einiges an Praxiserfahrung mitbringen. Und ich empfehle eigentlich immer, dass man eigentlich schon in dieser Rolle Key Accounter ein bisschen gearbeitet haben soll. Aber wenn ein Unternehmen sagt, das ist der nächste Karriereschritt, der kann das,
dann sind das manchmal auch Leute, die quasi diesen Schritt machen vom klassischen Verkauf ins CAM und kriegen dann dort die Grundlagen. Okay. Du gehst aber auch in Unternehmen selber rein und bietest dann solche Ausbildungen an, ne? Also außerhalb dessen. Ne? Ja, genau. Okay. Ich mache dieses Format offen, mache ich hier mit einigen Anbietern und mache das aber auch, wenn mich jemand fragt, direkt beim Unternehmen als Berater. Muss dann wahrscheinlich Sinn machen, wenn es mehrere Key-Account-Manager in einem Unternehmen gibt, wo man das auch noch viel mehr anpassen kann, dann an das Unternehmen. Genau. Also ich glaube, dass das immer auch schön ist, sich so ein bisschen zu befruchten. Das Thema hatten wir ja vorhin, andere Branchen, ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen. Aber ich glaube, wenn es dann ums Doing im eigenen Unternehmen geht, dann muss man auch noch ein bisschen Kraft mobilisieren und muss wirklich gucken, was sind die Dinge, auf die wir bei uns besonders achten müssen. Da helfen wir dann mit, das direkt zu machen. Okay. Und das sind dann auch mittelständische Unternehmen? Genau. Eher mittelständische Unternehmen, ne? Nicht unbedingt. Also ich mache das in Konzernen, in Großunternehmen, genauso wie im kleinen und Mittelstand. Genau. Ja, also das, also mir reicht das für diese Folge eigentlich schon. Also wir haben jetzt das Thema, was ist Key Account Management besprochen. Ich glaube, das so würde ich die Folge auch nennen. Ich finde das sehr spannend, dass wir einfach das mal ein bisschen analysiert haben. Was ist überhaupt Key Account Management? Was sind so die Kernkompetenzen, die ich so haben muss? Wie kann ich das lernen? Was kostet so ein Kurs in St. Gallen, wenn ich sowas buche? Also dieser Neuntäger, der kostet, glaube ich, 8.000 Franken. Und da ist dann diese 3+3+3 Tage im Weiterbildungszentrum in St. Gallen, das ist so ein Format. Okay. Also mal so als Abschluss, ich glaube, dass wir in Deutschland, also so wie ich das sehe, einen großen Weiterbildungsnachholbedarf haben im Vertrieb. Also es gibt exzellente Key Account Manager, wo ich wirklich sage, wow, Wahnsinn, super kompetent und so weiter. Ja. Aber du hast aber viele Leute, die sich Key Account Manager nennen, die noch nicht mal genau wissen, was das ist. Ja. Wie gesagt, es hilft, glaube ich, immer, sich mit Wissen von anderen oder von Leuten, die sich halt damit auskennen, weiterzubilden. Von daher ist das sicherlich auch eine Methode, wie man relativ elegant sich Know-how ins Unternehmen reinholen kann, das einen wirklich weiterbringen kann. Ja. Ich würde es gerne in dieser Folge dabei belassen. Wir können ja gleich noch eine Anschlussfolge machen, vielleicht zum Thema Value und Lead Selling. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja. Dann trennen wir das, dann kann der Hörer sich mal entscheiden, was er am liebsten hört. Ja. Ja? Ja, super. Gut, super. Dann hier nochmal ganz kurz für die Hörer von der Folge. Was ist Key Account Management? Dirk, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man mehr von dir erfahren? Wie kann man dich erreichen? Also es gibt eigentlich zwei Webseiten. Das eine ist meine persönliche, wo ich auch so ein bisschen meine Speaker-Themen drin habe, die man so als Inspirationsvorträge buchen kann. Das ist www.dirkzupanzis.com. Vielleicht kannst du das so in die Shownotes packen oder so. Und das Beratungsportfolio ist dann unter der Company www.dzp-consulting.com. Okay, DZP Consulting. Mhm. Genau. Dirk Zupanzis. Genau. Consulting. Genau. Ja. Super. Das verlinken wir einfach in den Shownotes, damit ihr in Kontakt treten kann. Und wir machen jetzt mit der Folge Schluss und nehmen danach noch eine Folge auf zum Thema Value und Lean Selling. Ja. Das finde ich, glaube ich, ganz cool, weil das habe ich jetzt schon ein paar Fragen gehabt. Ja. Und jetzt, wenn wir schon mal hier sitzen, hauen wir das gleich hinterher. Das ist immer, also nur mal so, also wir sehen in den Statistiken vom Podcast, dass viele Folgen so nach 30 Minuten abgebrochen werden. Mhm. Ja, was ich immer schade finde, weil du hast oft auch so Gespräche, also bei uns immer, wir sind jetzt relativ schnell miteinander warm geworden, wir haben aber vorher auch schon ein bisschen miteinander gequatscht. Mhm. Ne? Ich brauche manchmal auch wirklich so eine halbe Stunde, bis ich mit dem Gegenüber auch so warm geworden bin, dass wir wirklich mal in medias res gehen. Und ich finde es immer total schade, wenn du dann siehst, dass ein Großteil der Hörer dann abbrechen nach 30 Minuten. Ja. Also ich höre ja Podcast echt viel beim Autofahren und ich brauche dann auch immer nach der Zeit eine Pause. Ne? Ja. Und ich meine, ich höre dann schon die Folgen, die mich interessieren, weiter. Aber ich finde 30 Minuten für so einen Podcast ist eigentlich auch eine ganz gute Zeit. Eigentlich schon. Ja, aber wie gesagt, bei den Interviews merke ich, also wenn ich Standalones mache, sind die meisten noch kürzer. Ja. Aber bei den Interviews habe ich oft gedacht, dann merkst du auch, okay, jetzt ist man miteinander warm geworden, jetzt passiert auch irgendwas. Und dann abzubrechen und zu sagen, ja, okay, wir machen jetzt Schluss, ist irgendwie auch schade. Ne? Ja. Und dann müsste man es halt auch schneiden, aber schneiden ist halt auch schwierig. Naja, okay, das Problem eines Podcasts, das ist nicht euer Problem. Ja. Also, dann machen wir hier mal Schluss. Ja. Vielen, vielen Dank. Wir haben besprochen, was ist Key Account Management? Wir haben diese Kernkompetenzen besprochen. Wir haben mal besprochen, okay, wie kann man das lernen? Es gibt Kurse, man kann dich kaufen als Trainer oder als Berater. Also ist eigentlich ganz einfach, kostet nur Geld und ein bisschen Zeit. Wir haben gesagt, als Kompetenzen für Key Account Manager ist das Thema, also Verkaufen ist schon ganz gut, wenn man verkaufen kann, wenn man abschließen kann und so weiter. Das Thema strategische Orientierung, also auch mal 1, 2, 5, 7 Jahre in die Zukunft gucken. Ja. Wir haben von dem Canvas-Modell gesprochen, das wir bestimmt nochmal aufnehmen wollen. Analytische Fähigkeiten. Das Thema, wie kreiere ich eine Lösung für den Kunden? Ja.
und vielleicht interkulturell, wenn du halt einen Kunden hast, der international aufgestellt ist. Das ist ja mittlerweile echt hier mit deutschen Kunden, wo der Personaler plötzlich ein Engländer oder ein Kanadier oder sonst irgendwas ist. Ganz oft, also wir haben auch Kunden, die wir in Deutschland betreuen, aber die HR-Abteilung ist in England, also ist interkulturell immer ganz gut. Der letzte Ansprechpartner, der war ein Holländer, irgendwie ist dann auch wieder anders. Genau. Und dann haben wir das Thema in Konzernstrukturen denken, also dieses Politische. Ich glaube, das haben wir ganz gut abgerundet. Vielen Dank für das. Wir schießen gleich noch eine Folge hinterher, das heißt, die nächste Interviewfolge ist dann, setzen wir hier wieder an. Also vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Wenn du als Hörer Fragen hast, immer gerne über Vertriebsfunk, über Facebook, Christopher Funk, Vertriebsfunk, über Instagram oder gerne auch über Xing. Kann man nicht über Xing oder? Ich bin eigentlich auf allen Kanälen vertreten. LinkedIn, Facebook habe ich noch ein Profil. Genau. Instagram habe ich noch ein Profil. Oh, cool. Sehr gut. Also verlinken wir alles in den Shownotes. Ja. Kannst du mich auch erreichen, wenn du Fragen hast. Die meisten Fragen kommen bei mir über Xing. Mhm. Teilweise auch über iTunes-Rezensionen, dass jemand eine Rezension schreibt und dann auch Hinweise macht. Auch immer gerne machen. 5-Sterne-Rezensionen finde ich auch immer super für den Podcast. Ansonsten freue ich mich, dass du dabei warst. Freue mich schon auf das nächste Mal mit dir. Und bis dahin, gib alles. Dein Christopher Funk. Tschüss. Ciao.